Die politische Krise zwischen Russland und dem Westen löst auch in der Luftfahrtbranche Sorgen aus. Die Sperrung des russischen Luftraums wäre so ein Kriegsszenario. Dabei hatte sich in der Branche gerade wieder etwas Optimismus breit gemacht, nachdem die Corona-Pandemie am Abklingen zu sein scheint. Das führt auch bei der Lufthansa zu Reaktionen. Mehr dazu jetzt von Klaus-Rainer Jakisch an der Frankfurter Börse. Optimismus in der Tourismusindustrie. Zermürbt von Corona freuen sich immer mehr Verbraucherinnen und Verbraucher auf den Sommerurlaub und sind bereit, wieder zu buchen. Das merken die Veranstalter und auch die Fluggesellschaften, insbesondere die Lufthansa. Deren Buchungslage ist nach einem Medienbericht so gut, dass man auf besonders beliebten Strecken, wie etwa zwischen Frankfurt und Palma de Mallorca, einen Jumbojet einsetzen will, was in der vergangenen Saison zeitweise auch schon der Fall war. Gut sind diese Nachrichten auch für das Personal. Weil man wieder mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter benötigt, soll der laufende Stellenabbau gestoppt werden. Vor Corona beschäftigte der Konzern weltweit rund 138.000 Menschen in Vollzeitstellen. Im Zuge der Krise wurden über 30.000 abgebaut. Im September waren es noch 107.000. Ursprüngliches Ziel waren 100.000, doch die sollen nun gar nicht mehr erreicht werden. Die Airline hatte sich schon vor einiger Zeit berappelt und ihre Staatshilfen zurückgezahlt. Nun ist die Hoffnung groß, mit der kommenden Sommersaison könne der Konzern, zu der auch die Marken Eurowings, Swiss, Austrian und Brussels Airlines gehören, wieder zurück zur Normalität kehren. Auch die gesamte Reisebranche hofft auf eine Erholung und einen Aufschwung, nachdem sich die Omikron-Variante des Coronavirus zwar als sehr ansteckend, im Verlauf aber als relativ mild erwiesen hat. Die Stiftung für Zukunftsfragen glaubt etwa, dass die Deutschen in den nächsten Monaten besonders stark in den Urlaub fahren werden. Nach einer Studie sah das in den vergangenen Monaten ganz anders aus. Von den Befragten gaben 52% an, wegen des Virus auf einen Urlaub zu verzichten. Bei 25% waren es finanzielle Gründe, bei 15% persönliche Gründe. Lediglich bei 1% der Befragten war die Angst vor Terror und Katastrophen ausschlaggebend, wie dieser Auszug aus der Liste der Antworten zeigt. Am gesamten Frankfurter Aktienmarkt setzte sich die Erholung vom Vortag als Folge der Bemühungen um eine friedliche Lösung der Ukraine-Krise heute zunächst fort. Jetzt allerdings schwankt der DAX um seinen Vortageswert.